Hallo zusammen, euer Forscherteam der Gruppe ist heute wieder für euch da. Ja, dass warme Luft nach oben steigt, das wisst ihr bestimmt schon alle. Nach diesem Prinzip funktioniert ja zum Beispiel ein Heißluftballon oder auch Vögel nutzen diese natürlichen Aufwinde, um einfach oben in der Luft zu kreisen. Aber wusstet ihr auch, dass man nach diesem Prinzip auch Strom gewinnen kann? Wir zeigen euch heute, wie man ganz einfach so ein kleines Aufwindkraftwerk bauen kann, das genau nach diesem Prinzip funktioniert. Alles, was ihr braucht, um ein Aufwindkraftwerk zu bauen, werdet ihr sogar rechtssicher zu Hause haben. Ihr braucht nämlich einmal so eine leere Küchenpapierrolle, dann braucht ihr die Hülse von einem Teelicht aus Aluminium, dann noch eine Pinnnadel und einen Streifen aus Tonkarton, ungefähr 8 x 1,5 cm. Dann benötigt ihr noch einiges an Werkzeug, nämlich einmal eine Schere, Klebe, dann einen nicht zu spitzen Bleistift, einen Pinsel, eine schwarze Farbe und eine Packung Taschentücher. Und schon geht's los. Zuerst einmal schnappt ihr euch jetzt Farbe und Pinsel und malt eure Küchenrolle mal schwarz an. Wenn die Farbe dann getrocknet ist, könnt ihr an dem einen Ende von der Röhre ungefähr 4 cm lange Schlitze reinschneiden. Ich mache jetzt einfach mal zwei, die sich gegenüberlegen. So, also einfach hier solche Schlitze reinschneiden. So, eins und auf der anderen Seite mache ich das gleiche nochmal. Das müsst ihr auch nicht exakt abmessen. Das reicht, wenn hier zwei Öffnungen sind. Als nächstes nehmt ihr dann den Tonkartonstreifen, den ihr euch vorher schon zurechtgeschnitten habt, und piekst die Pinnnadel einmal da durch, und zwar, wenn es geht, genau in der Mitte. So, durchgedrückt. Und diesen Streifen klebt jetzt hier oben in eure Rolle ein, und zwar an dem entgegengesetzten Ende von den Schlitzen. Dafür mache ich jetzt einfach ein bisschen Klebe da drauf und dann wird er da oben reingepappt. So, die Spitze sollte dabei nach oben zeigen. Achtung, tut euch natürlich nicht weh daran. So, der wird jetzt einfach so hier oben eingeklebt. Achtet nur darauf, dass diese Spitze hier recht mittig steht und relativ gerade steht. So sollte das Ganze dann aussehen. Damit ist euer Turm jetzt auch schon mal fertig konstruiert. Jetzt brauchen wir noch einen Propeller, den wir später hier draufsetzen. Dafür brauchen wir erstmal diese Teelichthülse aus Aluminium. Und den Bleistift, und achtet wirklich darauf, dass er nicht zu spitz ist. Was ihr jetzt machen müsst, ist nämlich hier genau in der Mitte von der Teelichthülse eine kleine Delle einzuarbeiten. Beachtung, es sollte kein Loch werden. Deswegen nehmt euch am besten auch eine weiche Unterlage, wie hier zum Beispiel diese Taschentücherpackung. Könnt aber auch ein Radiergummi nehmen oder was auch immer. Und drückt hier in die Mitte von der Teelichthülse mal eine Delle rein. So, ich versuche das jetzt hier. Da ist ungefähr die Mitte. Und macht das jetzt hier ganz vorsichtig, damit ich kein Loch bekomme. So, das sollte auch schon reichen. Jetzt müsst ihr eure Teelichthülse natürlich noch weiter bearbeiten, damit daraus ein Propeller wird. Dafür schneidet ihr jetzt diesen Ring hier in 8 gleich große Stücke. Hört sich schwer an, ist es aber gar nicht, weil die meisten Teelichter hier schon außen solche Markierungen haben, an denen man sich recht gut orientieren kann. Also ich mache jetzt zuerst mal 4 gleich große Schnitte. Und dann halbiere ich das Ganze nochmal. Noch der letzte Schnitt. Und dann habe ich das Gröbste schon mal geschafft. Was ihr jetzt noch machen müsst, ist diese einzelnen Flügelchen hier etwas nach außen zu biegen und noch etwas zur Seite zu drehen, so einem ungefähr 45 Grad Winkel. Das mache ich jetzt hier mal mit all meinen Flügelchen. Also die Flügelchen etwas nach innen knicken, noch ein bisschen nach außen stellen und dann wird das. Das kann man später auch immer nochmal nachkorrigieren. Und so sieht das Ganze dann zum Schluss in etwa aus. So, und euren Propeller, den müsst ihr jetzt nur noch hier oben auf die Nadel setzen. Und zwar mit der kleinen Kuhle, die ihr vorhin eingedrückt habt, in das Teelicht. Muss man mal gucken, braucht man eine ruhige Hand für. Aber man kriegt es ganz gut hin. So, und diese Konstruktion stellt ihr jetzt am besten in die Sonne auf eure Fensterbank. Nicht nach draußen, weil da der Wind wahrscheinlich dazwischen kommen würde, aber einfach in die Sonne auf die Fensterbank. Oder, so wie wir, weil heute leider keine Sonne scheint, könnt ihr auch eine Lampe dafür benutzen, die noch warm wird. Wir haben hier noch so eine alte Halogenlampe, extra für solche Zwecke. So, und jetzt richte ich die mal hier unten auf die Röhre und dann warten wir mal ab, ob sich hier gleich irgendwas tut. Und ihr werdet sehen, nach kürzester Zeit fängt sich euer Teelichtpropeller hier oben an zu drehen. Ja, aber wie genau funktioniert unser Kraftwerk hier jetzt eigentlich? Was passiert hier genau? Ja, durch die schwarze Farbe erwärmt sich die Luft im Inneren der Röhre stärker als die Außenluft. Ja, die warme Luft steigt dann nach oben und hier unten durch die Lüftungsschlitze strömt dann auch Luft nach.
Und durch diesen Luftstrom, den wir hier durch die Lampenwärme erzeugt haben oder auch durch die Kraft der Sonne, wenn es auf die Fensterbank stellt, durch diesen Luftstrom wird dann hier oben unser Generator gedreht. Ja, hier in unserem Fall ist es jetzt die Kraft der Lampe, die dieses Rädchen hier zum Laufen bringt. Normalerweise ist es aber natürlich die Kraft der Sonne, die das Rad dreht, und die steht uns ja zum Glück unendlich zur Verfügung. Also es ist ein tolles Prinzip. Ja, das erste Kraftwerk, das nach diesem Prinzip hier gebaut wurde, steht im spanischen Manzanares. Da ist der Turm nicht so hoch wie bei uns, sondern beachtliche 195 Meter. Und außenrum wurde noch ein riesiges Glasdach gebaut mit einem Radius von 122 Metern, also auch recht beachtlich. Und unter diesem Glasdach hat sich dann die Luft erwärmt, konnte hochsteigen, und das ganze Kraftwerk hat eine Leistung von immerhin 50 Kilowattstunden gebracht. Ihr merkt, ich rede im Perfekt, also das ganze Ding hat es leider zerlegt bei einem Sturm, und so läuft es jetzt heutzutage nicht mehr. Ja, heute gibt es auf der ganzen Welt nur ein einziges Kraftwerk, nämlich in China, das nach diesem Prinzip arbeitet. Da ist der Turm nur 50 Meter hoch, das bringt immerhin eine Leistung von 200 Kilowattstunden. Ja, man hört immer mal wieder Meldungen durch die Presse geistern. So soll zum Beispiel seit Jahren in den USA, genau in Arizona, ein Kraftwerk gebaut werden mit einer Turmhöhe von 800 Metern. Also es wäre dann das zweithöchste Gebäude der Welt. Oder in Namibia war auch meine Planung, da sollte der Turm sogar 1500 Meter hoch sein. Also sehr gewagte Vorhaben. Wir hoffen natürlich, dass sie irgendwann umgesetzt werden. Ja, die Vorteile so eines Kraftwerkes hier liegen, glaube ich, klar auf der Hand. Wir haben hier einmal die Sonne als unendliche Energiequelle. Dann haben wir ja wirklich null Emissionen. Also wir haben hier keine schädlichen Klimagase, die produziert werden, auch keinen Feinstaub. Wir haben auch keinen Wasserverbrauch, wie es bei anderen Kraftwerken oftmals der Fall ist. Und auch die Materialien sind einfach zu beschaffen. Also wir brauchen nicht, wie bei der Photovoltaik, spezielle Elemente, die hier eingebaut werden. Was auch noch ein Vorteil ist, ist, dass das Ganze auch nachts funktioniert, dass sich der Boden ja auflädt mit Wärme, die auch nachts dann abgegeben wird. Und die Betriebskosten, die halten sich auch relativ in Grenzen. Großer Nachteil dieser Kraftwerke ist der große Flächenverbrauch durch das Glasdach, das außenrum gebaut werden muss, und vor allem auch die Anfälligkeit der Türme gegen Sturm und Erdbeben. Ja, das Ganze ist also noch etwas Zukunftsmusik. Wir werden mal gucken, wie sich die Technik noch entwickelt. Vielleicht tut sich da ja noch mal was. Vielleicht fällt euch ja ein, wie man diese Technik hier noch verbessern kann. Euch wünschen jetzt auf jeden Fall erstmal viel Spaß beim Forschen mit eurem eigenen Kraftwerk und sagen euch Tschüss, bis zum nächsten Mal.